Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Rassismus gemacht? Viele. Also Rassismus ist auf jeden Fall vorhanden, ob wir es wollen oder nicht. Im Internet unter Kommentaren, blöde Bemerkungen in der Bahn, unterschiedliche Chancen, vielleicht bei Bewerbungen. Da gibt es ja echt tausende Sachen. Ja, leider. Rassismus äußert sich in den unterschiedlichsten Fassaden. Es gibt den offenen Rassismus, bei dem man immer eigentlich direkt weiß, an was man ist, ne, wo man steht bei dem Gegenüber. Dann gibt es aber auch den unterschwelligen Rassismus, den doch einige auch mit sich tragen. Manchmal die Leute verstehen auch das nicht und so. Man sieht sich immer selbst nicht in der Gefahr, rassistisch zu sein, aber ich glaube, manchmal merkt man das gar nicht, bis man es halt gespiegelt bekommt von jemand anderem. Ja, in verschiedene Formen. Schaut euch meinen Geschäftspartner und Freund an, Basti. Durch ihn habe ich das überhaupt erst so richtig erfasst, was Rassismus heißt. Ich könnte dir viele Geschichten erzählen oder ich könnte dir auch viele Narben zeigen. Ich habe viele Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Dazwischen gehen. Also, keine Ahnung, das ist für mich keine Frage, dass man da was sagt. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man sich das als Vorsatz nimmt, immer einzugreifen. Weil ich finde, wenn man nichts tut, ist es genauso schlimm, wie wenn man derjenige ist, der rassistisch ist. Wenn da jetzt so ein Ochse steht, vor mir steht, oder der irgendwie jemanden beschimpft, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich nicht den Mut hätte, da irgendwie was zu sagen. Ich meine, man kann ja auch mehrere Leute dann motivieren. Lass uns mal zusammen dahin gehen und was sagen. Wenn ich nicht dagegen angehe, dann muss es mein Kind tun. Und das möchte ich nicht. Indem wir unseren Kindern richtig vorleben und es auch richtig beibringen, ja, dass wir alle eins sind. Für Aufklärung sorgen, nicht wegschauen, Sachen unternehmen, Mund aufmachen. Indem man selbst einfach aufpasst, was man sagt und tut. Indem man aber auch vor allem mal fragt, wo die Grenzen sind. Eine Meinung eines anderen sollte nicht verboten werden, nur weil es eine andere ist. Ich finde, dass alle Parteien trotzdem gleich gehört werden sollten, weil nur so kann man eben darüber diskutieren, Sachen vielleicht in eine gewisse Richtung lenken oder auch Augen eines anderen öffnen. Rassismus heißt nicht unbedingt, dass ein Nazi dir auf die Fresse haut. Es geht eher darum, auch in den kleinen Bereichen, so wie nennt man People of Color. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Menschen Geschichten sichtbar gemacht werden, um letztendlich anderen Leuten, die eben nicht von Rassismus betroffen sind oder vielleicht in einer privilegierten Situation sich befinden, um überhaupt nicht darüber nachzudenken, sie einfach darauf hinzuweisen, dass viele Sachen, die sie im Alltag glauben, machen zu dürfen, doch für andere Leute in irgendeiner Art und Weise negativ behaftet sind, ne? Und auch andere schlechte Gefühle quasi in einem auslösen. Und das ist selten die Person, die eben nicht von Rassismus betroffen ist, die weiß, was Rassismus wirklich ist, wie es sich anfühlt. Genau.